Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte, Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. So, sie bleiben stehen. Ich bin gerade mit Miechen aus der Tür. Sie standen hier unmittelbar vorne an der Tür. Ich bin sofort zurückgegangen. Unsere kleine Miemaus ist noch hier. Und wir wollten eigentlich jetzt Pipi machen gehen. Jetzt stehe ich also ganz doll, sah weit, weit sichtbar in der Tür. Ich bewege mich langsam. Ihr müsst laufen, ihr Kleinen. Lauft. Die Mimi, die muss Pipi machen. Ja. Seid ihr Haustiere geworden, ihr kleinen Rehe? Also wir haben hier noch jemanden, der guckt sich das an. Miechen weiß auch nicht, die muss jetzt, geh Pipi machen, Mia, geh Pipi machen. Miechen, geh auf die Wiese, geh Pipi machen, kannst du ruhig losgehen. Geh Pipi machen, so ist fein. Geh Pipi machen, Mia, das sind nur unsere Rehe. So, bitteschön, man kann es nicht für möglich halten, oder? Die bleiben einfach stehen. Ich stehe hier, das sind keine... Das sind nur ein paar Schritte hier. Und die Rehe bleiben einfach stehen. Der kleine Rehbock und das Rehli. Also ihr seid mir vielleicht welche. Sagt doch mal selber. Was seid ihr bloß für Geschöpfe? Was seid ihr nur für Geschöpfe? So, jetzt gucken sie sich gerade mal genau an. Hier, guckt ihr mal. Da, weil unser Miechen geht da rüber. Und sie haben nichts anderes zu tun, als zu gucken, wo Miechen hingeht. Und ich stehe hier in der Tür und spreche die ganze Zeit. Das glaubt mir kein Mensch. Jemand sagte schon mal, ja, die sind mit der Hand aufgezogen. Nein, natürlich sind die nicht mit der Hand aufgezogen. Das sind Wildtiere. Man kann deswegen nicht, deswegen ist es ja so außergewöhnlich, meines Erachtens. Ich stehe immer noch hier. Ihr seht, es ist unvorstellbar. Ja, wir haben hier die Miemaus, die ist da hinten, hier hinten. Und ich setze mich jetzt mal hin, ich kann nämlich nicht mehr stehen. Ich gehe also mal ganz langsam hier entlang. Schmilli ist da, ich setze mich mal hin. Jetzt gehen sie langsam. So, jetzt gehen wir langsam. Aber ihr seht, die sind nicht in Panik. Ich bin hier vorne rumgelaufen, ich habe mich hingesetzt. Unfassbar, oder? Unfassbar. Und die kleine Mimi, die ist so lieb, die macht gar nichts, sag mal, ne? Die Rehe sind los, weg. Die sind weg, sind weggegangen. Mädchen, Mädchen, komm mal her. Die war ganz sprachlos. Komm mal her, Mia. Komm mal zu Petra. Kleine Mimi. Oh, ganz verschlafen sind wir noch. Ich habe mich tatsächlich heute hingelegt, heute Mittag für eine Stunde. Mache ich sonst nie, aber ich war so müde. Sie will nicht kommen. Na gut. Ja, kannst ruhig gucken, selbstverständlich. Kleines Mädchen. Na, komm mal her. Na, komm mal her, du treue Seele. Oh, du bist ein liebes Mädchen. Also wirklich so ein gutes Tier. Steht da und guckt. Ja, okay, da stehen Rehe. Und was soll's. Aber ich glaube nicht, dass ihr sowas so oft zu sehen bekommt. Und ich schwöre es euch, es sind wirklich nur 5, 6 Meter. Das ist keine Entfernung hier. 5, 6 Meter sind es bestimmt 7. Vielleicht lass es 7 Meter sein, aber es ist doch keine Entfernung. Ja. Das sind so schöne Erlebnisse. Und ich schwöre es euch, wenn ich jetzt langsam um die Hütte gehe, die stehen dahinter noch. Und die Schmilli, die ist auch da und guckt sich auch die Rehe an. Also es ist unvorstellbar eigentlich, ne? Das ist unvorstellbar hier, dass das so friedlich ist. Ist das nicht toll? Hallo, hallo, das haben wir wieder. Ich bin mitten im Aufräumen, aber ich habe mir gerade eine Stelle freigebuddelt. Guck mal, ich hatte hinten auf dem Tisch solche Ordner ein. Ist jetzt alles im Moment noch reingedonnert. Das ist noch nicht sortiert. Aber dieser, der stand auch da. Das ist so einer von Anna Griffin. Die waren relativ teuer. Ich habe auch nur den einen. Aber da ist jetzt das ganze Cardstock-Zeug ordentlich reingekommen. Problematisch an der Sache ist, aber recht schwer.
So, das habe ich immer schon hier stehen gehabt. Das war so überkrustet. Da sind jetzt alle so mal Stifte und Füller. Ich habe das so ein bisschen ausgedünnt. Und das hatte ich immer schon. Das ist auch für Fernbedienung auch. Eigentlich kann man das drehen, aber das tut es nicht mehr richtig. So schwer ist das auch nicht. Und da können dann jetzt Scheren oder was rein. Ich weiß noch nicht genau. Es ging jetzt darum, dass ich hier den Tisch wieder frei buddeln wollte. Und dann habe ich das wieder gefunden. Habe ich vergessen, dass ich es hatte. Kalligrafiestift, noch einer. Wir suchen jetzt, habe ich soweit aufgeräumt. Jetzt weiß ich nicht, wo mein Buch... Doch, ich weiß es. Mein Gott, ich weiß es doch. Mission Inspiration, ihr Lieben, ja? Ist die Kamera ganz schräg? Wird immer schlimmer, ne? So, besser? Ist ja gerade der Strich hier unten. Ja, ich habe jetzt die Kamera ein bisschen verändert. Ich habe... Ist alles so viel. Es ist der Fall, was ich habe. Viel zu viel. So, das ist mein Projekt. Das habe ich so zur Seite geschoben. Da habe ich auch schon Platz frei gemacht. Da habe ich ganz viel geräumt. Und da, das könnt ihr nicht so sehen. Vielleicht zeige ich es irgendwann mal. Unser heutiges Thema bei Mission Inspiration ist Reflect. Wie immer schalte ich Mikes Karte davor. Und wie immer habe ich danach einige KI-Bilder für euch. Und dieses Mal möchte ich bitte sagen dazu, dass die Musik von mir ist. Also nicht von mir ist, aber es ist meine KI-Musik. Dieses Mal ist alles von mir. Da dachte ich an Reflexion und da fiel mir dieses Buch ein. Und das habe ich schon ganz, ganz lange und wollte, wartet mal, vielleicht finde ich es jetzt so schnell wieder. Hatte das so im Auge hier, da sind so viele Reflektoren, ich glaube, oh, das ist sogar, ja, und da waren noch mehr, wartet mal, da war noch eins, oder da, solches, nee, das gefiel mir auch so, diese, ja, und dann habe ich gedacht, okay, nimmst du davon eins, und ich war schon im Begriff, es auszureißen. Das wäre jetzt ein ganz böser Fehler. Tage Andersen, neue florale Inszenierungen. Ein Buch von, keine Ahnung, ich habe es mal gewusst, von 98. In einem Schuber, Gerstenberg, ich meine, wer ein bisschen mit Büchern so, der weiß, Gerstenberg ist in der Regel sehr hochwertige, teure, schöne Bücher. Ich habe es ganz gelassen. Gott sei Dank, denn sonst würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen, sondern hätte jetzt einen echten Herzkasper. Das ist so, ich habe es im Bücherschrank, das ist so gekommen zu mir, ne? Ein bisschen abgestoßen, das Buch selber ist wie neu. Ich habe nachgeschaut, könnt ihr euch vorstellen, das Buch kostet so um die 130, 150 Euro gebraucht. Das wird natürlich jetzt ganz vorsichtig ins Regal gestellt, ja. Ganz, ganz vorsichtig. Wir haben Reflekt. Ich habe auch mehrere Sprüche dazu. Ich sage es vielleicht mal. Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it. Also das Leben reflektiert das zurück, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Auch gedankenmäßig. So übersetze ich das jetzt mal ganz frei und frank. I think that all things in their way reflect heavenly truth, the imagination of least. Louis? Hatte ich denn nicht noch einen? Dachte, ich hätte noch einen. Habe ich einen Zettel verloren? Ich weiß nicht, was sie... Ich glaube, ich werde den ersten nehmen. Ich habe noch einen gehabt, aber ich weiß nicht, der war auf einem Extrazettel. Der ist nicht hier, aber den wollte ich auch nicht unbedingt nehmen. Aber der war zwar kürzer, aber egal. Weil der erste ist eigentlich genau das, was ich denke. Auch so Gedanken. Man muss versuchen, positiv, egal wie beschissen und wie schwer alles wird. Man muss einfach versuchen, guck mal, was ich wieder gefunden habe. Oh, mein lieber Mann und ich. Das war eins der ersten Bilder, die ich gemacht habe. Da habe ich noch meine eigenen schönen Zähne. Ist alles schon lange her. Das ist bestimmt schon fast 20 Jahre her. Oder ach, 15, 20, warte mal. Wann habe ich denn die Kamera gekriegt? 2009. Ne, ist nicht so lange her, oder?
Nee, wann habe ich. Nee, das kann nicht sein. 2008? Ich weiß nicht. Also ich denke, das Bild ist 20 Jahre alt. Ich kann leider nicht rechnen. Es tut mir leid. 98 habe ich, glaube ich, die Kamera bekommen. Ist über 20 Jahre alt. Das war eins der ersten Bilder, die wir jemals zusammen gemacht haben. Und das ist so schön geworden. Und damals hatte ich noch einen Drucker. Ich habe zwar nie richtig damit umgehen können, aber ich habe damals so ein paar Sachen ausgedruckt. Und das habe ich hier unter riesigen Bergen, hier hinten war alles zugestopft, hier hinten, einen halben Meter hoch zugestopft. Und da habe ich das wiedergefunden. Habe ich mich so drüber gefreut heute, ne? Weil ich habe heute so einen scheiß Tag irgendwie. Mir ging es total kacke. So, wir haben uns jetzt hier ein paar Happiness geholt, in der Hoffnung, wir finden irgendwas mit Reflexion. Oh, warte. Ei, der Pöx. Da brauche ich nicht weitersuchen. Ihr werdet jetzt verstehen, warum ich jetzt stutze, weil es ist ein ganz kurzer Film vorgeschaltet und es war das Schönste, was ich heute erleben kann. Das ist auch so schön, gell? Reflexion, die Spiegelung da, diese kleinen Lichtreflexe. Oh mein Gott. Also das war... Ich habe heute keinen guten Tag. Ich bin aufgestanden, mir war es total schwindelig, mir war es vom Magen her schlecht. Ich war also wie seekrank, wie ekel. Oh, das ist auch schön, das ist wunderbar. Aber ich muss die Rehe nehmen. Wir brauchen nicht weitersuchen. Komm, ne? Wir lassen das. Es ist das, wie es ist. Wir nehmen die Rehe. Wir nehmen die Rehe. Auf jeden Fall nehmen wir die Rehe. Ja. Hundertprozentig. Weil das passt ja heute so wunderbar zu allem, was hier stattgefunden hat. Ja, ich war mit Miechen raus, bin da über diesen Weg getaumelt eine halbe Stunde, mehr recht als schlecht. Also heute Morgen, es war wirklich ganz übel. Und habe mich dann heute Mittag tatsächlich sogar hingelegt. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe jetzt im Moment wesentlich mehr Platz, weil hier stand ja dieses ganze selbstgebastelte Regal aus Kartons, wo alle Stempelfarben drin sind. An die komme ich jetzt so schnell nicht mehr ran, muss ich jetzt aufstehen, aber dafür habe ich jetzt hier alles Freiraum. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Mal gucken, ob das geht, ob sich das bewährt oder ob ich es dann doch lieber wieder anders mache. Wir werden es noch erleben. Gut, wir nehmen dieses Bild. Ja, ich wollte, wartet mal, das ist auf der anderen Seite, ist auch so schön, ne? Oh. Alles so schön, wie immer, alles so schön, man will alles haben, alles, ne? Ja, und wie gesagt, heute war kein guter Tag bei mir, nein, es gibt so Tage, da stehst du auf und dann weißt du, oi, das ist, nee, warte mal, ich möchte dieses obere gerne behalten, das ist nicht gut, dir geht's nicht gut, dir ist nicht gut, so, ne, wisst ihr, wie ich meine, ne? Ja, und das war so ein Tag heute. Ich habe mich dann bemüht, weiterzumachen und klappte nur semi-gut. Gucken, dass ich so eine gerade Geschichte rausbekomme. Das ist auch so schön, gell? Das können wir nochmal ins Tagebuch kleben, hier dieses hier. Und dann war da so ein Spruch. Wo war der Spruch? Das kommt weg. Mülleimer haben wir auch. Ist das toll hier. Wie viel haben wir denn noch rundherum? Jeder Sonnenaufgang ist eine Erinnerung an das Licht in dir. Daran, dass du frei wie ein Schmetterling bist. Eine Bitte, lass dich ein auf den Tanz des Lebens. Oh mein Gott, das tue ich mir ins Tagebuch heute. Der Morgennebel, ein zartes Traumgewebe, lässt dich erahnen, welche Abenteuer in deinem Seelengarten auf dich warten. Folge dem Regenbogen. Er ist die Brücke zur inneren Freiheit. Oh mein Gott. Wo ist mein Tagebuch? Wo ist mein Tagebuch? Ja, jetzt habe ich das verbuddelt. Ey, der Böx. Egal, ich lasse das hier liegen. Das kommt heute in mein Tagebuch rein. So, wir haben jetzt dieses wunderbare Bild. Wirklich, dieses... So rum. Ich muss tatsächlich gerade überlegen. Da ist das Gras. Dieses wirklich schöne Bild. Und... Ich habe doch ganz viel Papier hier rausgeholt. Wartet mal ganz kurz, ob ich jetzt hier auf die Schnelle was greifen kann. Ah, wisst ihr, was ich auch wieder gefunden habe? Erinnert ihr euch noch an diese komische Geschichte, wo man dieses Papier mit Handcreme bearbeitet hat? Das habe ich auch wieder gefunden. Riecht tatsächlich immer noch ein bisschen nach Handcreme. Also man muss es ehrlich zugeben, doll, so richtig doll ist das nicht. Ne, weiß ich nicht. Also... Kann man das überhaupt reißen oder? Doch, man kann es reißen. Darauf reimt sich
Nee, das erschlägt mir alles. Also das wollte ich nur mal in Erinnerung bringen, aber das werde ich nicht nochmal machen. Das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Ich versuche gerade mal Papier zu finden. Vielleicht habe ich zu viel. Nein, habe ich nicht. Komm, Petra, pass auf. Mach es jetzt nicht so kompliziert. Du hast wunderbare Bücher hier liegen. Mach eine langen Ärmchen. Hier, guck mal, da geht es doch schon durch. Hier. Kommt das denn jetzt her? Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das. Da habe ich diesen tollen Rand, ne? Darum geht's. Wir haben hier diesen wunderbaren, tollen Rand. Diesen einmaligen, schönen Rand haben wir da. Dann wollen wir den auch benutzen. Gestern wollen wir den auch benutzen. Ich überlege noch. Ja, bitte nicht hetzen, nicht panisch werden, ne? Nicht hetzen. Ja, wir sind noch in der Findungsphase. Ihr wisst Bescheid. So, gut. Oh, ist das ein Scheiß. Ich weiß nicht, wo dieses Papier jetzt hergekommen, aber es scheint aus diesem Buch zu sein. Ja, guck mal, 28. 29. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Aber gut, wollte ich noch erzählen. Ne? Wollte ich gerne noch erzählen. Hier, warte mal, wir haben auch noch andere. Wir haben auch noch andere. Guck mal hier, mit so einem ganz groben Bindfaden. Ne? Also, ja. Ich weiß nur nicht, was ich erzählen wollte. Ich habe einen Faden verloren. Wieder mal. Ne? Wieder mal. Da wurde ich auch darauf hingewiesen. Könntest du dich bitte gefälligst mal vorbereiten, du dumme Sau, du Dumme. Ja? Bereite dich vor. Du bist anstrengend. Du bist ein blödes Luder. Bereite dich vor. Es nützt doch nichts. Ja. Was soll man sagen? So ist es halt. Ich bereite mich aber nicht vor. Ich setze mich hier vor die Kamera, suche mir mein Krabbelzeug zusammen und dann geht es los. Gell? Oder es geht auch nicht los. Das kann ich vorher nicht wissen. So, wir machen einfach hier so einen Rahmen. Das Papier hebe ich auf, weil das ist wirklich ein uraltes Buch. Und lateinisches Übungsbuch von 1891. Ich behandle es mit Respekt. Ja, ich tue es. Ich behandle es wirklich mit Respekt. Das könnt ihr mir glauben. Mache ich wirklich. Ja, seht ihr ja daran, dass ich da ganz vorsichtig bin und ganz, ganz vorsichtig dran rumreiße. So. Ja, ich sollte meine Sachen gefälligst vorbereiten, weil das sehr anstrengend wäre. Ich würde immer wieder alles wiederholen. Oh Gott, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu geschrieben, bei mir wird nichts vorbereitet. Ich setze mich hier hin, ich mache mein Zeugs und dann ist es gut. Shit, auch, dass ich den unteren Rand verlieren werde, aber ist egal. Es ist, wie es ist. Es gibt genug, die erstmal ins Unreine basteln und vorbereiten und die auch nie irgendwie vor der Kamera irgendwas sagen, die nichts erzählen. Ich meine, es steht doch jedem frei, da auch bitte hinzugehen. Hier, jetzt haben wir hier den kleinen neuen Klebestift. Wollen wir den direkt mal ausprobieren, gell? Wollen wir den direkt ausprobieren. Ja. Und, also ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt noch hinsetzen sollte hier und Sendungen vorbereite, ich bin doch keine angestellte Redakteurin. Ich bekomme kein Geld für meine Sachen, das wisst ihr. Ich habe es euch oft genug gesagt. Und dann finde ich das Ansehen, Sinnen relativ merkwürdig. Ganz seltsam. Finde ich dann ganz, ganz seltsam. Das Papier finde ich wunderschön. Weil das ist so alt, das ist original so alt, 1891. Also ganz ehrlich, allein das ist ja schon mal unbegreiflich. Muss ich wirklich ganz, ganz vorsichtig mit umgehen, weil das hat, diese Seite war wohl lose. Ich versuche, dass sie nicht zu viel verloren geht. Und die hat sich wirklich von selber aufgelöst und gealtert. Ne? Da habe ich nicht nachgeholfen oder so, sondern das hat wirklich die Zeit selber gemacht. Hier, seht ihr mal?
Ist das nicht einfach nur klasse, so einen Rahmen zu haben? Ich bin ganz begeistert. So, wir haben einen neuen... Kleinen Moment. Ich muss nur mal eben gucken, wo er ist. Hier. Eigentlich gleich benutzen. Ich habe ja auch noch selber, aber ich weiß jetzt nicht, wo die Kiste mit den Stiften ist. Tut mir leid. Wir müssen jetzt versuchen, damit zu leben, was wir haben. Mehr haben wir nicht. So, hier unten kommt der Spruch dann hin. Und das heißt also, wir werden hier jetzt einen Rand machen. Habe ich da einen Strich? Ja. Wir werden da jetzt einen Rand machen, der hoffentlich größer als das Bild werden wird. So die Hoffnung. Warte. Muss jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich weiß es nicht. Ja, ich werde schauen, ob ich es hinkriege. Also es wird wieder ganz einfach werden. Ne? Es kommt der Spruch dazu. So, ich brauche jetzt einen Wortpinsel. Einen deutschen Wortpinsel. Oh, wo ist denn das hingekommen? Ups, warte. Ja, ich bin mitten im Umräumen, aber dadurch, dass ich jetzt... Moment, das fehlt ganz. Es fehlt ein ganzes Gerät. Da! Eieiei. Gott im Himmel, man erschreckt sich ja zu Tode. Das ist so weitläufig geworden hier. Oh, kennt man gar nicht. Nicht gerade. Nein, das soll nicht gerade werden. Extra nicht. Gerade kann jeder. Da seht ihr mal die unorganisierte Frau, die immer alles doppelt sagt. Die macht einfach irgendeinen Trickeltrackel dahin. Ach du Scheiße, nee. Oh, ist das wieder eine Kickekacke hier. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Oder wie? Oder was? Oder wer? Ja. Ja. Wollen wir eben kurz draufhalten, ob wir jetzt alles schwarz haben? Nein, ich sehe schwarz hier. Ein bisschen mehr schwarz brauchen wir da. Ein bisschen mehr Spielraum an den Seiten. Oben vielleicht auch ruhig. Okay. Müssen wir erstmal sauber machen, so dürfen wir nicht weglegen, sonst ist er hinterher verschmiert. Ja, ob ich mir jetzt die ganzen Stifte auf die Seite baue, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin voll am Umräumen, aber durch das Erlebnis, habe ich jetzt noch nicht mal zu Ende erzählt. Siehst du, weil ich immer alles doppelt erzähle. Diese Frau ist schrecklich. Ich muss mal eben föhnen. Warte mal. Es dauert nur eine Sekunde. Okay. Das klebe ich jetzt auch auf. Ja, also wie gesagt, ich wollte nur damit sagen, es war kein besonders guter Tag und mir ging es auch körperlich nicht besonders gut, weil, wie gesagt, Schwindel und Übelkeit und Magenschmerzen und ich weiß nicht was. Hab schon gedacht, ich bin todkrank, weil ich bin ja so ein Hypochonder, ich bin ja eher so ein Mann, ne? So innen drin bin ich wahrscheinlich eher ein Mann, weil wenn ich was hab, dann bin ich sofort, ne? So, wisst ihr Bescheid, ne? So, stell mich an, seh mich gleich dahin siechen. So ein kleines Unwohlsein. Oh, da habe ich mir wehgetan. Was habe ich denn da wieder geschafft? Ja. Warte mal. Ist nicht ganz trocken, glaube ich. Hier. Ui. Mir irgendwie. Schäppig. So gefällt mir das. Warum habe ich denn jetzt hier Blut? Wo habe ich denn? Ich habe nicht Blut. Warum blute ich denn jetzt? Ja, mir irgendwie wehgetan. Tut doch weh. Habe ich mir irgendwas abgeschrappert hier. Mein Gott, ich bin alt, ich habe nicht mehr so viel Haut. Die wächst da auch nicht mehr nach. Petra, du musst aufpassen, Mensch. Sei achtsam. So, ich brauche jetzt ein schönes Papier. Schreib den Spruch und dann komme ich gleich wieder. So, ich habe wieder diesen unsäglichen Stift. Und mache da, weil das ein bisschen hart ist, mache ich da so ein paar Pünktchen drauf. Blute immer noch. Ach Mensch, ich sehe es gerade. Es ist doch wirklich komisch. Wo habe ich mir denn das abgerissen da, das Fell?
Ja, ich habe es immer noch nicht zu Ende erzählt. Da wiederholt sie sich. Ihr müsst auch bedenken, ich bin ja alt und klapperig. Ich muss ja immer meine Gedankengänge wieder bei Null, fange ich ja wieder an, ne? In der Steinzeit. Und dann kamen wir aus der Tür. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, weil ich mich wirklich kacke fühlte. Danach ging es dann, ne? Ein bisschen Hörbuch, ein bisschen eingeschlafen, ein Stündchen vor mich hingeduselt. Ging ganz gut. Und Miechen, die treue kleine Seele, ist dann mit nach oben gegangen, hat sie sich jetzt angewöhnt. Hat sie uns immer unten auf der Couch gelegen, auch nachts. Und jetzt ist sie, jetzt liegt eine Decke bei mir, nicht direkt vom Bett, aber sofort daneben. Ich habe so ein ganz kleines Zimmer nur, ne? Im Flur, da hat sie Platz, da liegt eine Decke, da liegt sie jetzt immer. Ne? Da ist sie auch gleich mitgegangen, hat auch ein Mittagsschläfchen gehalten. Ja, ich hoffe, dass es ihr noch einigermaßen gut geht. Ich weiß es nicht. Die Woche bin ich nochmal bei der Tierklinik, also fahre ich nochmal zur Tierklinik. Dieser Stift ist wirklich furchtbar. Wo habe ich den Deckel da? Und dann wollen wir nochmal nachfragen, denen da irgendwas so einfällt. Ich brauche jetzt mal ganz kurz, da komme ich jetzt im Moment ganz schwierig nur dran, aber vielleicht gelingt es mir. Tut mir leid, es ist etwas kompliziert. Es ist kompliziert, weil das ist noch nicht geordnet. Ja, das ist jetzt alles was. Das ist der Spruch. Ich kann den noch etwas kleiner schneiden hier. So, und den wollte ich dann wenigstens ein bisschen hier die Ecken. Wir sind auch gleich fertig, mehr mache ich da nicht. Und dann sind wir aufgestanden und Mieche musste dann mal nach draußen. Ich wollte auch gucken, weil die Sonne so schön schien. Und ich mache die Tür auf und es ist wirklich wahr. Standen die Rehe ganz fast vor der Haustür. Ich bin dann ganz schnell, ich war verdattert und Mia verdattert und ich verdattert, standen zwei Rehe auch verdattert und wir guckten uns alle an. Und dann bin ich zurück, ganz langsam, wollte noch Miechen zurückgucken, aber die Rehe haben sich an Miechen gar nicht gestört, die kennen die bestimmt schon viel länger, weil die ist ja wirklich lieb, ne? Und naja, auf jeden Fall kurz und gut, dann bin ich zurück in die Küche, bis hinten hin, habe meine Kamera rausgeholt. Es dauert alles einen Moment, ne? Das geht nicht so schnell. Ja, und als ich wiederkam, habt ihr ja gesehen, die Bilder, das habe ich euch ja vorgeschaltet, standen die Rehe noch da, sind allerdings ein kleines Stückchen zurückgewichen. Aber sie blieben wirklich lange stehen. Ich habe es durchgefilmt, weil das sind so Sachen, die sind unglaublich eigentlich im Grunde genommen. Für meine Begriffe sind die einfach unglaublich, unvorstellbar schön. Und dass man sowas erleben darf, also das ist einfach nur schön. Und ich habe es euch versucht zu vermitteln und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude daran. Also, es ist einfach nur schön, dass man das erleben darf. Einfach nur schön. Da werde ich jetzt auch, wie immer, nicht mehr machen. Ich schreibe jetzt nur noch ganz kurz hier hin. Einen Moment, doch, das müssen wir noch. Der Zettel, der kann weg. Kann alles weg. Und so und so und so. Okay, jetzt schreibe ich nur noch hin. Wir haben hier die 16 heute, genau. 16. Hier Fleck. Heute ist der, meine tolle Uhr, was? Heute ist der 22. April 24. Ja. Die Uhr, habt ihr vielleicht schon gedacht, was hat sie da für ein Kloppe? Das ist eine Fliege, nachgebildet eine Fliegeruhr. Ich habe jetzt nachgeguckt, ich habe die im Schubfach wieder gefunden. Da haben wir noch eine andere, die ist noch viel wuchtiger, die ist richtig klasse. Die war von meinem Mann, der hat aber nie Uhren getragen. Und das ist eine Nachbildung von einer Fliegeruhr. Und das ist eine Automatik, deswegen habe ich die jetzt immer auf, weil die muss ja aufgezogen werden durch die Bewegung. Und dann, die war damals nicht billig und damals, ist egal. Auf jeden Fall, jetzt wird behauptet, das ist China-Schrott. Also wir haben die Uhr schon mindestens 15, 18 Jahre in der Schublade jetzt gehabt. Ich habe sie rausgenommen, ich habe sie einmal angedreht und habe sie seitdem auf und sie läuft wie eine 1. Also China-Schrott kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe immer gedacht, das wäre eine schweizerische Uhrenmarke. Mag sein, dass ich mich irre. Ich trage sie jetzt halt. Naja, das nur weil jemand bestimmt wieder sagt, was hat sie jetzt da mit der für eine Uhr? Kann die sich so teure Uhren leisten? Ja, anscheinend wohl. Ne? Ja, ich habe das wiedergefunden. So, ich hoffe,
Ihr könnt es jetzt gut sehen. Ich hoffe, das Licht ist jetzt okay, weil ich habe die Lampe ein bisschen anders stehen, die Kamera ein bisschen anders stehen. Ich muss mich jetzt wieder rantasten, dass alles okay ist. Habe ich auch wieder gefunden. Kleinen Stanzer, was ich alles wieder gefunden habe. Hier habe ich alles wieder gefunden. Ist egal, egal, egal. Ich verzettel mich schon wieder. Siehst du, die Frau, die ist furchtbar. Ich finde das schön. Mehr braucht es nicht, oder? Das Leben ist ein Spiegel und es reflektiert zurück die Dinge, die du denkst, die in dir sind. So ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie man das... Aber es ist ein schöner Spruch, gell? Life is a mirror and will reflect back to the things, what he thinks into it. Gefällt mir richtig gut und das mit den Rehen passt ja heute auch richtig gut. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß mit den KI-Bildern, wenn ihr Lust habt. Die kommen ja immer im Anschluss. Ansonsten sehen wir uns bald beim nächsten Basteln. Ich weiß nicht, ob morgen, weil ich habe hier wirklich Chaos pur und bin jetzt, wisst ihr, wenn man eine Ecke versucht aufzuräumen, dann zieht das immer weitere Kreise. Kennt ihr ja bestimmt selber auch, ne? Deswegen sage ich erstmal Tschüss, viel Spaß an dem Rehen, an diesem, viel Spaß an den anderen Sachen. Bis zum nächsten Mal, die Sonne scheint, alles wird gut. Bis dann, bye bye. Dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.